Falling and Flying. Das wird heute gespielt hier bei Let's Play GTA Online, liebe Freunde. Und damit ein herzliches Willkommen. Wir sind hier am Start vor euch hier bei einem geilen Mischönchen. Und ich hoffe, das mal klappt. Bitte wart. Und wir haben wieder nette Gäste dabei. Und zwar Muff Muff, unseren lieben Freund. Wir lieben dich so sehr. Du der bist Antichrist, der beste Mensch der Welt. Lieber Muff Muff, es freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Denn du wartest so scheiße. Wenn du weiter so scheiße bist, wirst du bestimmt einen Tag zum Klassensprecher gewählt. Ja, dabei sind natürlich auch wieder unser lieber Grigori Onkos alias Gronk.de. Und dann der Turbinator 612. Warum eigentlich 612, Tobi? Wollte ich schon immer mal fragen. Ich habe keine Ahnung, das hat eigentlich keine größere Bedeutung. Also dein Alter, dein mentales? Sag mal, ja. Benni, nimmst du auch an? Ja, Benni. Die ganze Zeit nehme ich an. Und der Benni immer noch eingeladen. Heute so wie ich. Alleine am Rumdüsen. Fehlgeschlagen? Oh nö! Och, das ist ja super, kenne ich gut. Die Job-Einladung funktioniert nach wie vor ganz toll. Ja, also ich weiß nicht. Ich versuche mal den Benni einzuladen. Nee, habe ich schon probiert gerade, geht nicht. Ich glaube, der hat gerade, solange er eine Einladung hat. Ich habe jetzt immer eine Einladung geschickt, mal gucken, ob das funktioniert. Ich wahrscheinlich wieder komplett raus aus dem Online-Modus. Ach, das kenne ich auch. Muff tritt bei. Hey, ich liebe diese Job-Funktion, die Lobby-Funktion bei GTA Online. Ist das ausgereifteste Software, das man je gesehen hat. Immer mit Humor nehmen, lieber Gronk. Spiel doch mal ein Liedchen. Ja! Jawohl! GTA Online-Lobby. Hey, Leute, arbeite bei Rockstar und ich kann ganz schnell schreiben. Ich setze mich mit dem Arsch auf die Tastatur und schon ist die Lobby fertig. Oh mein Gott, sorry. Ja, die Alchemisten sind immer noch pending. Den ich schmeiß den aber rigoros die ganze Zeit raus. Der freut sich, glaube ich, auch darüber. David Bowie, ja, der hatte vorhin auch zugeguckt beim Rennen schon. So, die Alchemisten einladen. Skillex ist auch dabei. Skillex, genau, der macht ja auch Musik. Ich sehe immer noch nichts, ey, das ist so ein Scheiß. Ey, wie viele jetzt schreiben, das ist Skillex? Wirklich? Ach so! Und den Currywurst gibt's besonders lecker in Berlin und im Ruhrpott, aber dann. Guck mal, Muff Muff tritt bei! Alter, der wird auch nicht müde! Das finde ich aber bewundernswert, diese Ausdauer, nicht müde zu werden, sich einfach zum Vollarsch zu machen. Weißt du, so zum Horst, zum Horst der Folge. Ja, das ist die Viagra-Idioten. Ich glaube, den Muff Muff nenne ich nur noch den Folgenhorst einfach. Immer wenn der reinkommt, ach guck mal, der Folgenhorst. So, der ist schon wieder beigetreten, aber ich glaube, wir müssen irgendwie jetzt den Benni reinkriegen. Ja, ein bisschen Gleitmittel könnte helfen. So, warte, raus. Ich werde den mich jetzt wieder einladen, direkt. Ich kann dich leider nicht einladen, weil ja dauernd Leute beitreten. Ich muss den Maulwurf, es tut mir leid, lieber Maulwurf, aber wir müssen leider ein bisschen Prioritäten setzen. Currywurst hat mich zu einer Party eingeladen. Na, Party nicht ist doof. Sollst du mit dem feiern gehen? Ach, schon wieder Muff Muff. Geh dir denn hin? Der Muff Muff. Einladung geschickt? Der Folgenhorst rafft es auch nicht. Guck mal, der Folgenhorst kommt immer wieder. Wie schnell der auch immer ist, ne? Ist der der hat nichts, der hat keine Freunde, kein Leben, Alter, der sitzt zu Hause im Kämmerchen. Die machen einen Job, Alter, die ist sofort rein. Ein bisschen traurig eigentlich. So, guck mal ganz kurz. Ach ja, so schlimm ist er nicht. Hast du die Einladung bekommen, Benni? Ja, schon genug jetzt. Nee. Übers Xbox-Menü? Ja, aber mach bitte nochmal ganz schnell. Warte, ich guck mal, ich mach mal. Okay, warte, ich schmeiß die Muff Muff jetzt nochmal raus. Nee. So. Und jetzt rein da mit dir. Ich lade ihn ein. Hey, Alchemisten eingeladen. Das sieht gut aus. Ich hoffe, es klappt. Die wahrscheinlich kommt gleich Muff Muff rein. Sind dabei. Die Einladung kann nicht abgeschlossen werden. Hey, ja, weil mein gespeicherter Spielstand nicht geladen werden konnte. Toll. Hey, geil. Das wird immer besser. Und Muff Muff tritt bei. Ich breche das nochmal ab hier gerade. Das ist mir ein bisschen zu albern. Ich muss den Job nochmal canceln gerade. Ah, jetzt wir machen das nochmal neu. Einfach kommen wir nochmal neu. Genau, jetzt gucken wir mal, dass ganz kurz. Das dauert dann halt ein bisschen länger, liebe Freunde. Dafür machen wir auch immer Überlänge. Ich verlasse jetzt auch nochmal hier diese Session. Ja. Es hilft ja nichts. Es bringt doch nichts, ja. Da haben wir mal wieder gezeigt, dass hier in diesem Spiel alles glatt läuft. Es ist einfach eine Freude. Oh, ich bin gerade aus Versehen wieder reingegangen. Vor allem, wenn ihr mal wüsstet, wie lange wir zwischen den Folgen brauchen, um überhaupt die Folgen vorzubereiten, wegen so einem Kack immer. Ja, das glaubt man gar nicht. Letzte Folge hat man es ja auch gesehen. Es war ungefähr so eine Folge, wie wir sie eigentlich hätten nicht gezeigt, aber wir haben es da mal gezeigt. Da hat man natürlich ein Rishis toller Hose, wie man hier gerade sieht. Au! So, Curry, was ist los? Was macht ihr da? Curry, was ist los mit dir? Curry, was ist denn los? Oh, da bin ich im Buch von der Granate. Valentin! Wo seid ihr denn gerade? Achso, irgendwo auf einer Autobahn. Oh. Ach, da oben. Hä, wie kommt ihr denn da hin? Tobi, was machst du da? Ich bin tot. Walla hat mich in die Luft gesprengt. Ach so, naja, dann.
Boah, Alter, was geht denn da? Ich habe alles in die Luft gejagt. Oh Mann. Nur Ladescreen. Toll. Warte, was? Benni, was los? Wie sieht's aus? Nein, du kriegst mich nicht. Nicht du schon wieder. Benni, Benni, immer noch nix. Nimm die Waffe, was machst du? Nimm die Waffe weg, Benni. Nix da. Nimm die Waffe weg. Oh, Alter. War jetzt nicht mit der Waffe, war ja eher so ein Faustschlag ins Gesicht. So, letzter Versuch. Ich würde sagen, beenden wir die Folge jetzt schon mal, ne? Hast du mich jetzt eingeladen? Nee, wir warten noch auf Benni. So, der versucht verzweifelt noch irgendwie geladen. Online zu kommen. Hm? GTA Online wird geladen. Ja, gut, dann haben wir noch eine Stunde Zeit. Genau, ne? Ey, das freut mich für dich, Benjamin. Ja, ich hab's auch mal geschafft. Benjamin, du lieber Elefant. Alter! Hat der Tobi mich einfach völlig bestiegen mit einer Kugel? Headshot. Hey, die Alchemisten sind dem Spiel beigetreten. Wow. Geil. Dann kannst du ja jetzt eigentlich wieder starten, oder? Ich trau mich noch nicht ganz. Ich fahr noch mal ganz kurz zu den anderen hin. Tu es, Junge, tu es. Für den Zuschauer, der sich jetzt schon wieder 5 Minuten diesen Scheiß anziehen darf. Boah, ich bin da, Oh, geil. Hast du gesehen, Tobi? Ja, ich hab dich im Visier, mein Freund. Ja, ganz klar. Du triffst mich nicht, weil ich zu oft überfahren werde und so weiter und so fort. Siehst du? Aber Currywurst hat mich getroffen, der kleine. Ich wollte dich gar nicht töten. Du kleines Currywürstchen, ne? Oh, wir sehen die drei Bitches auf dem Auto hinten. Geil. So, jetzt ja, bin ich auch wieder bei euch. Nee. Da die Stadt neu leben darf. Alter! Da die Stadt neu leben darf. Go, go, go. Currywurst. Oh. Ach, schießen die Bullen da gerade? Was? Nee, die brauchen nicht erschießen. Alter, Curry, warum? Der muss doch die Session machen. Ja, ich wollte gerade eine Granate werfen, dachte mir, nee, machst du mal die Job-Session und dann ballert mich der Curry weg und ich muss mich jetzt rächen wieder. Warte mal, ich will mal... Ach, schade, ich wollte gerade mal so ausprobieren bei dir. Okay, richtig. Ich wollte gerade mal eine Granate so runterdrüppeln lassen. Ich habe immer so viel Glück mit den Spawn-Punkten, dass ich irgendwann am Arsch der Welt spawne. Was ist diese neue, wer hat sich denn diese neue Hupe gekauft? Ja, ist ja nice. Das ist lustig. Wie sieht denn der Curry inzwischen eigentlich aus? Ich sehe den immer nicht. Ich habe ein blaues Shirt. Die Soße erkennst du sofort. Fandoria hat mich erschossen. Ach so, okay. Dann ist das gerechtfertigt. Ich glaube, das geht, oder? Ich bin sicher, sie hat ihre Gründe. Ja, natürlich. Ah! Ich habe sie ja auch erschossen. Alter, was steht denn hier oben? Darf ich da wen erschießen? Ah, das ist ja nur der Gronkh. Nein, ich wollte auch hier rückwärts. Job, Alter. Mach doch den blöden Job, Gronkh. Ich wollte ja gut machen. Alter, wie siehst du denn aus? Ja, ich bin mal ein bisschen Street-Style, Alter, jetzt. Du siehst ja richtig aus wie deine Ausdrücke in der letzten Folge. Ja, ja. Und du siehst aus wie der verrückte Hutmacher. Ja. Was ja auch im Grunde... Oh! Sag mal, Curry, ich versuche gerade einen Job zu starten, du Eumel. Tut mir leid, ich war gerade im Menü. Das war nicht geplant. Walle, kannst du den Currywurst mal dauerkillen, bitte? Ich entschuldige mich. Sorry. Das musst du jetzt mit dem Walle klar machen. Curry, warte mal ganz kurz. Ich will mal kurz dein. Curry, bleib mal kurz stehen. Ich will mal deine Schuhe mal kurz angucken. Ja, hier. Guck dir. Er bleibt auch stehen, weißt du? Dieser Gutmensch, der glaubt noch an das nette Menschen. Machen wir so lange Deathmatch, ne? Damit wenigstens ein bisschen Amüsement entsteht. Amüsement. So. Ich starte gerade den Job. Ist das nicht der Curry? Bleib mal stehen gerade, Curry. Ich will noch mal was gucken. Ja. Ja, das bin ich, genau. Hast du richtig gesehen? Ja, ich schicke Einladungen. Meine Damen und Herren. Waffe, die Sniper. Valentin, ich schicke Einladungen. Ja, ich komme. Ah. Oh. Was? Oh. Hi. Benjamin, wie sieht's denn aus bei dir? Wird so heruntergeladen? Bis jetzt sieht's gut aus. Wird heruntergeladen? Sieht sehr gut aus. Ich hoffe, es klappt. Ich frage mich, wann der Folgenhorst wieder joint. So. Komm schon. 616, komm. 616. Alter, das ist ja voll schwer. Müssen wir dann bei den ganzen... Nein, jetzt haben wir den ersten wieder... Jetzt mach einfach weiter. Ja, ja. Ich kann nicht, wieder tritt bei. Mach einfach weiter. Ich kann nicht weitermachen, wenn Leute beitreten. Ach, du bist einfach krass. Och, hätte der 6S nicht so lange gebraucht. Och, Mann, oh. Es sind aber auch immer die gleichen, die nachjoinen, ne? Ja, ist wirklich wahr. Ich weiß nicht, wie die das machen, vor allen Dingen. Übrigens, vielen Dank an Killshot 707 für das Erstellen der Karte an dieser Stelle. Der würde ich bestimmt verstehen. Voll failen. So, jetzt kannst du. Jetzt können wir starten. Juhu!
Juhu! So, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist denn das? Das wirst du sehen. Ich habe selber keine Ahnung mehr. Ich habe die Karte vor, ich glaube, einem Monat hinzugefügt und weiß es immer noch nicht. Ein paar Karten teste ich vorher immer mal, aber die gehört nicht dazu. Wer trinkt da gerade? Testest du sowas gerne? Ich teste es nicht gerne, aber einer muss es ja machen. Testest du gerne, habe ich gefragt. Ich teste nicht unbedingt... Ach, jetzt haben wir schon wieder mit getunten Karren. Scheiße. Das habe ich nicht ausgemacht, weil ich mich beeilt habe. Naja, hilft ja nichts. Ach, meiner ist immer so billig getuned eh nur. Ich habe kein getunetes Auto, leider. Was? Glaube ich ihm nicht. Ich glaube ihm das gar nicht. Also habe ich wirklich nicht. Ach ja, neben mir wieder Mick C-Freak, da sieht man schon wieder den großen Intellekt, der da hinter der Maske steckt. Bestimmt ein Poet einfach. Schreibt Privatgedichte und romantische Verfassungen. Was? So, seid ihr bereit? Ja. Falling and Flying, ich habe keine Ahnung, was da auf uns wartet, ehrlich gesagt. Oh, oh. Ich glaube, es wird scheiße. Okay. Aha. Gefallen sind wir schon mal. Super. Das hat mir aber gut gefallen. Was Besseres ist ja wohl nicht eingefallen, wa? Warum ist der Gronkh vorne? Das gibt's doch nicht. Die werden uns sowieso gleich alle überholen. Guck mal, der Folgehorst schaut zu. Alter, die wollen nicht alle. Hey, wie lahm sind meine Karre? Alter, ja, meine auch. Bowie, was hat denn der für eine Karre? Die haben alle Megamotoren. Wir sind Folge 5 für 4. Wir haben voll die getunten mit Level 278.000. Ich bin letzter, was? Ich bin auch Alter. Oh Mann, und da habe ich wieder so einen Spasti, der mich extra abdrängelt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hasse das. Warum kann man denn nicht mal normal spielen? Ich verstehe es nicht. Oh. Blech. Nein! Ich Idiot. Also hinten ist ruhig. Nein! Ja. Scheiße! Oh, wer kommt denn da? War das Pandoria? Yeah. Oder war das Walle wegen dem rosa Wagen? Habe ich es nicht erkannt. Ich lache mich tot, Junge. So ein richtiges MG-Lachen. Oh oh. Boah, der 66 ist so viel schneller, seine Karre. Dabei bin ich eigentlich ziemlich gut gefahren. Eine Ideallinie, aber. Alter, nein! Oh nein! Alter, wie er fliegt da vorne. Krass. Oh nein, nicht das war's. Ob ich euch noch einhole? Einmal ich mal verkackt. Mega Pech. Ja, ich bin aber auch extrem verkackt, Alter. Ich wurde leider rausgedrängelt aus der Spur, deswegen habe ich sehr verkackt. Nochmal verkackt. Oh, ich auch. Du wirst es noch schaffen, Gronkh, ich glaube nicht. So, Position 9. Bisschen habe ich eingeholt. Siehst du, ich bin 10. Ach so, du hast das gerade gelaufen. Alter! Verfickte Scheiße. Hast du gerade verfickte Scheiße gesagt? Du kannst doch nicht verfickte Scheiße sagen. Jetzt bin ich Letzter. Na super. Die arme Scheiße fühlt sich diskriminiert, weil sie verfickt ist. Sorry für den Wutausbruch. Man muss ja alles mit Humor sehen. Ja, wer ist denn da stehen geblieben extra, um auf mich zu warten? Ich weiß es gar nicht. Habe ich gerade auch... Gelber Wagen, ne? Ich habe mich gerade auch gefragt, wer das ist. Ich fahre jetzt einfach ganz legal hier drüber. Boah, Alter, die Jumps sind hier über. Aber geil, ne? Die Jumps machen voll Spaß. Ja, aber ich habe mich schon wieder gedreht bei einem. Du musst doch deinen Wagen wieder einlenken dann. Ah. Das kannst du mit dem linken Stick machen in der Luft. Ja, ich weiß, mache ich auch, aber klappt nicht immer. Vor allem habe ich mit dem Cheater nicht unbedingt den besten gewählt. Oh, Curry! Der Tobi, eher an dem Fehler gerade der beim Tobi ist wieder so still, ne? Ich bin nur Sechster. Ja, Tobi. Ich bin nur Sechster. Nein! Klatsche! Oh, Gott sei Dank dann wieder gefangen. Naja. Curry! Boah, Alter! Boah, was ein Jump! Nein! Nein! Was? Wie? Was passiert denn? Halt uns mal auf dem Laufenden. Könnt ihr uns mal bitte auf dem Laufenden halten, was da passiert gerade vorne, wo die coolen sind? Eine Brücke. Ich hab den Sprung nicht geschafft. Boah, was war das denn für ein Alpha-Fehler gerade wieder? Ich bin gerade bei der Rampe voll gegen irgendeinen Alpha-Fehler, gegen so einen Pixel-Fehler gefahren. Ja, das hatte ich auch. Kacke. Nein! Du auch? Hey, willst du mich verarschen? Nein, ich bin in Wiese gelandet und komme jetzt da nicht rum. Ach so. Ah. Alter. Wall und ich, wir sind die besten GTA-Player der Welt. Ja, aber eigentlich haben wir auch manchmal einfach nur Pech. Das stimmt. Und am besten, wenn ihr die Rampe nicht nutzen müsst. Explodiert das? Ja, das war's. Ja. So Alter, was war das denn? Frieda, Alter. Ich bin explodiert. Ich bin explodiert. Ich bin im Ziel gelandet. Alter, ich bin explodiert. Vor Wut oder was? Nee, ich kam da nicht hoch, hab mich fünfmal gedreht und bin explodiert. Das ist ja strange. Warum machst du sowas? Hat jemand abgeschossen, aber Waffen waren eigentlich nicht aktiviert. Nee, Reschi, Glückwunsch. Scheiße aufgekommen irgendwie. Reschi.
mit der schicken Blümchenhose. Aber kann ja auch mal passieren. Sah gut aus auf jeden Fall. So, hat mir aber gefallen, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Können wir gut, ruhig mal probieren. Können wir nochmal machen, finde ich. Ne, finde ich auch. Ja, aber ich nehme nicht mal eine andere Karte. Es war lustig auf jeden Fall. Aber ich hatte einfach nicht die beste Runde. Aber dafür nach Rang 28. Ach. Geil, geil. Also am Anfang, man darf halt echt, hier geht es einfach darum, keine Fehler zu machen. Ja. Und sobald du einmal einen Fehler machst und irgendwie wegfliegst, kommst du nicht mehr ran. Ja, am Anfang wurde ich leider gleich rausgedrängelt. Da war es für mich auch schon gelaufen, das Rennen im Großen und Ganzen. Aber ein bisschen wieder aufgeholt. Obwohl einer hat gewartet. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Entity müssen wir nehmen. Entity? Tobi ist das, ist das nicht so ein Comedy-Kanal? Ja, ich wollte eigentlich noch auf den Entity rübergehen, aber es ging nicht mehr. Du wolltest. Okay. Was? Nee. Was? 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 Dülülülü. So, und dauert jetzt ein bisschen, bis die Leute drücken, glaube ich nicht. Ach, Playmassive ist das. Playmassive zum Beispiel. Playmassive, ey, Alter. Warte mal, gefällt mir Playmassive? Nö, sehe ich nicht. Ich habe gar keine. Gar, bei mir ist das Geilste. Ich habe wieder gar keine Hinweise oder irgendwas. Ach, das steht auch enthalten bei ihm. Ja, hier. Irgendwie hängt es gerade an der Schleife. Ja, fest. Das kann das sein? Ja. Ach, nö. Mann, ey, du bist echt so eine. Nur gute Sachen sagen, nur gute Sachen sagen. Alter, ich bin mittlerweile auch echt schon frustriert, weil das geht ja, ihr habt es ja gesehen vielleicht, in den letzten 3 Folgen, die wir jetzt nacheinander aufgenommen haben, erst mit dem Fußballspiel, die ganze Zeit rausgezogen worden, letzte Folge läuft gar nichts, ja, und diese Folge schon wieder nur Abstürze. Also ich bin ja eigentlich, lache ich hier über vieles, aber mittlerweile vergeht selbst mir dabei das Lachen. oder so. Ja. Hilft ja nicht, es hilft ja nicht. Ja, ich glaube, das war's. Der Humor vergeht bekanntlich zuletzt, aber liebe Freunde, nehmt es uns nicht übel. Wir wissen nicht, was wir da tun sollen. Das ist doch beschissen. Ja, vor allem können wir gerade nichts machen, weil wir hängen hier gerade in der Schleife fest und ich kann nicht mal beenden und nichts. Wir kommen hier nicht raus. Ja. So macht das Spaß. Und Hummer Galaxy 54, liebe Grüße an dieser Stelle. Tobi, hast du denn inzwischen die Frau wieder gesehen, die im Wald kackt? Ich habe die tatsächlich wieder gesehen. Ach was? Erzähl mal. Ja, doch, die habe ich gesehen. Ja, nee, da kam sie gerade wieder aus dem Gebüsch gekrabbelt. Ohne Scheiß? Also ich ohne Scheiß. Also mit Scheiß im Gebüsch oder was? Nein, die geht immer hier in den Wald bei uns, wenn ich mit dem Hund gehe, dann sehe ich die ab und zu und dann die kackt in den Wald. Dreimal am Tag mindestens. So eine ältere, weiß ich nicht. Die kackt auch mal wirklich dreimal am Tag in den Wald? Ja, ich kann nicht mal dreimal am Tag kacken. Wie macht die das? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die ist echt geil drauf, die Alte. Geil Wahnsinn. Drauf, Alter. Stehst du da drauf, oder was? Alter, mach doch mal. Natürlich nicht, mach doch mal auf Twitch einen Livestream mit einer Webcam auf den Busch, wo die mal kackt. Weiter. Oh, mein Wiederholung. Gott. Wiederholung. Geil. Ach, deine Mom hat das Spiel verlassen. Deswegen ist jetzt wieder Platz auf dem Server. Alter, das war ganz so ein Schnitt, deine Mom zum, dachte ich gerade jetzt, Alter, auf das Thema bezogen. Ich dachte gerade, oh Gott, was redet der jetzt schon wieder? Die geht jetzt in den Wald. Ey, und wie, dass die Frau geht einfach dann raus? Wir sind eine ältere Frau, ist die irgendwie, Die ist ein bisschen verwirrt, glaube ich, in der Birne, also nicht mehr, vielleicht die ist hat nicht die mehr auch ganz auf der Höhe. Die kackt in den Busch. Warum kackt die denn in den Busch? Nimmt die Klopapier mit? Nee, natürlich nicht. Nein. Wie so Hund. Ja, nein, natürlich. Einfach ohne Arsch abzuwischen, einfach rein in dieses Gebüsch. Ich weiß nicht, womit sie sich den Arsch abwischt. Und dann nochmal, wie das zurück, das sind schön Blätter drüber oder so. Warum nicht greift sie mal ein Brennnesseln dabei? Nutzfahrzeug oder Fahrräder? Fahrräder, was? Konnte Job oder Aktivität? Oh nein, warte ich wieder raus. Oh, leck mich doch am Zeist, ey. Ja, ich glaube, ich wollte jetzt nicht das Übliche sagen. Am Zeist. Leck mich doch am Zeist. Ja, dann gehe ich raus aus dem Job, ne? Das war schade. Ich würde das gerne mit Fahrrädern oder nur Nutzfahrzeugen, hatte ich gerade gedacht. Dass wir mit Nutzfahrzeugen machen. Hey, aber dafür ist Muff drin. Das ist ja toll. Tschüss. Ja, toll. Ich verlasse den Job mal. Der ist mir gerade zu blöd. Auch. Alter, das Spiel frustriert mich einfach jedes Mal. Das Spiel an sich ist toll, aber wenn man wirklich was aufnehmen will, ich bin auch kurz davor zu sagen, ey, sorry, Leute, lass uns was anderes spielen bald mal. Ja. Weil's immer noch nicht funktioniert halt. Und liebe Zuschauer, wir wollen ja nicht meckern, ganz ehrlich. Wir suchen ja auch immer Spaß und wir wollen ja auch amüsieren. Deswegen machen wir eigentlich auch Let's Plays, um euch auch zu unterhalten. Und ach so. Das fällt dann aber manchmal wirklich auch schwer, wenn du die ganze Zeit diesen Scheiß hier abbekommst. Wir lachen natürlich, Lachen kennt uns, Lachen vergehen uns zuletzt. Aber, ist blöd. Ist einfach blöd. Ja, danke. Ey, du kannst doch einfach Job hosten machen, Gregor Onk. Ne? Ich kann Ladevorgang kann ich machen und ich guck mir gerade lustige Freunden beitreten an. Und dann Job hosten. Zum Beispiel. Bitch. Ich kann Job hosten mache ich doch die ganze Zeit. Trotzdem kommen doch immer alle rein. Merkst du doch schon seit ungefähr 50 Folgen? Ich bin gerade im Singleplayer. Guck mir das Spiel an, was der Junge spielt.
Wie heißt der nochmal, der Junge? Wir haben den Namen vergessen, Alter. Jimmy? Ja, Jimmy, genau. Ach gut, ich kann im Internet surfen, wenn der da zockt. Das Game habe ich mir auch schon. Ich mach gerade LKW surfen, ich kann nicht mal Treppen steigen. Mit wem bin ich jetzt auf dem Server? Bestimmt mit tollen Leuten. Ich alleine. Hey, lad mich doch mal ein. Ich lade dich mal ein. Bin gerade mit ganz fremden Leuten. Master Chief 8496 hat als Crewding ein Slay drin. Das wirkt echt. Ich auch. Tobi, kannst du mich hier einladen? Ich will was ausprobieren. Ja. Ob man noch vom Offline-Modus in den Online-Modus eingeladen werden kann. What? Ja, das geht, wenn du online bist. Alter, das Game ist auch so sick. Das Game ist sick, sagst du? Check mal deine Reality, Alter. Alter, mein Reality ist voll nice. Sky, Sky, Sky. Da laufen die Server besser als bei GTA Online, sag ich dir. Bei jedem Spiel laufen die Server. Also ich. Was du machst? Bist du Surfer? Was? Oh Gott, der war ja mega Surfer, Alter. Der war auch schlecht. Oh mein Gott, der Tobi guckt so viele Let's Plays von uns. Von dir? Der hatte mal einen richtig seriösen Style. Ich muss mal die Hose ausziehen, das sieht aus, als ob ich mich eingekackt. Dann kam die Festanstellung und dann war es vorbei. Sieht aus, als ob ich mich eingekackt, sagt er. Ja, ist doch wahr. Ach, jetzt Bart, wo ist jetzt hier die Umkleide? War da drüben. Ach, schön, ey. Serious Tobi. Kackiger Hallo? Gronk. Geil, ich kann mich nicht der umziehen. Der alte Heimscheißer. Ich kann mich nicht umziehen, Alter. Boah. Wieso kann ich mich nicht umziehen? Ich bin gerade bei mir in der Garderobe und kann mich nicht umziehen. Ey, das Spiel ist doch super unbuggyfrei, Alter. Das ist doch super gemacht alles. Doch Strandbuggy kannst du fahren. Also. Schon merkst voll du der selbst, Geigenhumor, ne? Voll der Geigenhumor einfach nur oder so. Das ist schon traurig, Alter. Ich geh jetzt Tennis spielen, was soll's. Ich lass mich ein bisschen umfahren. Oh my God, who the hell cares? Alter, das ist doch was Scheiße. Was ist denn los? Hier läuft ja nichts mehr. Bist du frustriert? Nö, ein bisschen, natürlich. Ja, aber. Na klar. Ich denke mir halt, finde es halt blöd, das jetzt so zu zeigen. Alter. Aber naja, lässt sich kaum. Ja, es hilft ja nichts, aber da merkt man auch, ich glaube, ja. Was soll ich sagen, Freunde? Was soll ich noch sagen? Wir machen jetzt auf jeden Fall an dieser Session mal eine kurze Pause. Glaube ich auch. Also nicht von GTA Online wahrscheinlich nicht, wie ich mal behaupten, weil das Spiel macht ja grundsätzlich auch voll Spaß. Gibt ja auch geile Sachen. Aber die Servertechnik und dann von den Spielern genervt zu werden, ist natürlich ein bisschen blödi manchmal. Ist auch kein Weltuntergang, auch manchmal ganz lustig sogar. Man muss es aber auch nicht mal schönreden. Man muss es nicht mal schönreden, man kann ruhig mal sagen, was Sache ist. Also manche Aktionen, ihr seht es ja selber, die letzten Folgen, manche Aktionen laufen halt einfach scheiße. Dann klappen wieder tausend Sachen nicht, dann mit dem Server, mit den Lobbys. Es ist einfach eine mittlere Katastrophe, das Spiel, was den Online-Modus betrifft, muss man einfach leider sagen. Und das nach vielen Monaten Laufzeit. Ach, einem Jahr. 4 Monate wäre schön, hat noch 2 mehr. Boah, die Amanda zieht mich sowas. Currywurst, was sagst du denn dazu? Wir wollen ja nicht immer alleine stehen damit. Du bist ja Profi, du bist ja Fulltime GTA Angestellter im Online-Modus. Ja, natürlich. Nee, Quatsch. Also ich hatte das ja bisher noch gar nicht so krass, wie ihr das jetzt habt, weil. Aber du merkst auch, dass bei uns immer so ein Problem ist, ne? Also, ja, natürlich. Ach komm, der hat doch Geld von Rockstar gekriegt, dass er das jetzt hat. Ja, das ja, ja klar. Auf jeden Fall. Tobi, sehr ruhig. Kevin. Ich bin schon wieder auf dem Weg zu dir, Tobi. Ja, ich fahr schon weg, gerade. Komm, gibt's eine Ingame-Frau oder, Alter, ist der Currywurst sofort hinterher? Das ist unfassbar. Ja, muss auch eine Ingame-Frau spielen. Wo treibt ihr euch denn eigentlich rum? Ja, ich spiele Tennis. Das verzweifelt. Tennis. Pandoria schreibt Apartment. Ah ja, ich war gerade da, aber die hat nicht aufgemacht. Ach so. Das ist eine Einladung ins Apartment. Miau, da muss ich erstmal ich muss erstmal das Motorrad holen. Ich weiß leider nicht, wo das ist, aber sonst kommt das wieder abhanden. Andererseits, weißt du, scheiß aufs Motorrad. Fahr ich jetzt mal hin. Oh, da kann man sich reingeben, wenn man die Einladung, ja, das ist eine auf Einladung. Handy annimmt. Genau. Ach so, wie geht denn das? Einfach die Einladung annehmen. Jetzt guck ich in die E-Mails, warte mal. Ist das eine SMS-Einladung? Nee, hä? Den Satz will ich noch zu Ende spielen, als kurzes Spiel hier.
Ja, ja, kein Problem. Ja, mal, die Folge ist eh gelaufen. Die Folge ist eh gelaufen. Wir haben ein schönes Rennen gemacht und dann mal vorbei. Ein schönes Rennen. So, hallo. Was macht die denn dafür? Oh. Was sind das für... Nice, ja! Hohoho, Freunde! Guck mal, das Fernrohr. Was? Guck mal, Alter, der Benni hat schon wieder so ein Rohr. Ja. Im Gesicht. Oh, da kann man voll spannen. Gegenüber. Durch die Fenster. Hey, Frau Tobi. Du hältst mich wieder gegen die Wand beim Kamin? Du bist ja eine romantische Schlampe. Ich drück dich jetzt in die Küche. Wieso, hast du was Feines gekocht? Willst du mir was zeigen oder was? Oh geil, ein Gemüsesaft, das ist lieb, Tobi. Verpiss dich. Alter, jetzt kann ich nicht weggehen. Ich kann nicht mehr weggehen und du? Was? Alter, ich trinke gerade. Ich auch. Und zwar in dir, mein Junge. Was war das denn jetzt? Was denn? Du hast dich nicht bewegt, aber das Glas ist hochgegangen. Das sind meine mentalen Geisteskräfte. The glass is yours, ey. Alter. So, kann man eigentlich... Jetzt wird das Tennis aber auch langweilig. Boah, Reschi ist besoffen. Tobi, nutz mal aus. Eingeladen? Du warst ja gerade Tennis spielen, wir konnten dich ja nicht einladen. Ach so. Ich lade dich mal ein. Nee, warte, ich rede dir bei. Oder so. Hier kann ich mich auch nicht umziehen, ne? Ich geh mal kurz kacken hier im fremden Klo. Im Wald? Boah, ich komm gar nicht ins Bad. Ja, im Wald gibt's hier leider nicht. Da müsste ich dann nach Darmstadt fahren. Darmstadt hört sich auch so komisch an, ne? Der ich sag's halt noch. Darmstadt-Wixhausen fand ich noch viel skurriler. Wixhausen? Darmstadt-Wixhausen. Ja, ja. In Darmstadt gibt's Wixhausen, oder was? Ja. Nein, hier, das ist eine Nachbarstadt quasi. Das ist so ein Nachbardorf. Und das heißt Darmstadt-Wixhausen. Darmstadt und ist Wixhausen. Genau. Alter, ich Darmstadt, Wixhausen. Ihr könnt mir beim Duschen zugucken, wenn ihr wollt. Nein, danke. Alter. Voller Freude, so der Beste. Ey, wenn dir jemand erzählt, ich komme aus Darmstadt. Dem 616 fehlen bei mir die Beine, der sieht aus wie Rayman, Alter. Der hat bei mir keine Beine, nur Schuhe und einen Oberkörper. Der sieht aus wie Rayman. Action in Darmstadt, Wixhausen. So müssen wir die Folge nennen, Tobi. Oh, Pandori hat jemand gerufen. So, jetzt bin ich wieder frisch. Ach, schön. Die Pandoria weiß, wie man feiert. Benni, komm mal hoch hier. Hier, Tobi, Reschi, feiert mal mit. Wo seid ihr denn, welchem Appartement? Der Tobi hat bei mir durchsichtige Arme. Ist die Pandoria auch in dem Haus, wo wir sind? Hä? Bei mir nicht. Ja, eigentlich schon. Hello, honey. Would you like also nehmen wir immer Parke. Boah. Was macht denn die? Komm mal ran hier. Boah, yeah, Kamerasliding. Okay, ich weiß schon, was auf mein Thumbnail kommt. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Warte, wir gehen jetzt noch ein bisschen bei der Pandoria feiern. Ja. Und dann gehen wir Frustsaufen, Milch. Alter, natürlich. Tobi. Alter, die beiden da hinten. Ich wünschte, ich wäre nicht besoffen, dann würde ich alles sehen. Ich kann's dir mal auf den Kopf. Ja, geil, ich bin wieder nüchtern. Komm. Nein, jetzt die Runde vorbei. Komm, mach nochmal. Mal normal, Tobi, du bist noch nicht fertig, ich sehe das. Der Tobi da so breitbeinig sitzt als Frau, ey. Ja, das ist wie das Brandenburger Tor, der Tobi. Der lockt zahlreich Tausend an. Hallo, ich bin der verrückte Hutmacher. Sag mal, was macht denn der Curry? Oh, da die Hose sieht anfeuern. Gut aus. Anfeuern, ja. Der Benni hat angefangen. Ach cool, eine Stripperin gibt's ja auch. So, ihr dürft auch nochmal drüber hier, komm. Was? Ich mach weiter. Ach, ich hab hier von hier eine viel bessere Kameraansicht. Alter, was sind denn das für Zeichen, für Symbole da? Was macht die Pandoria da? Ja, ja. Ich sag da gar nicht zu. So. Ach, weißt du. Gönnt euch. Oh. Ja, ich darf ja auch mal. Ihr macht das die ganze Zeit, da kann ich ja auch mal ein bisschen... So, Perspektive wechseln, würde ich sagen. Hier, wechseln wir mal. Oh ja, das ist sehr schön. Aha. Macht ihr gerade den Zug? Oh ja, dann machen wir den Zug durch die Wohnung. Polonaise, komm. Mist, jetzt will ich bei euch zugucken. Cool aus. Aber die Alte hält mir ihren Arsch ins Gesicht. Oh, warte. Oh. Das Lenken ist immer so ein bisschen problematisch. Hab ich hier eigentlich? Mist, wo ist denn jetzt? Ah, jetzt hab ich den. Die Polonaise ist so behindert. So, ich würde sagen,
Einfach tut, 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 tut. So. Tut, tut. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Alter, ach, da macht ihr den also Zug. Also, ich würde ja einfach die Stripperin noch mal für Thumbnail aktivieren. Ja, mach doch mal für Thumbnail. Okay. Dann mach ich was Lustiges, pass auf. Ey, das ist wie bei Frank the Tank. Frank the Tank. Das ist voll Snake hier. So, jetzt warte ich mal ganz kurz ab. Huch. Der Walle mit seiner Brille. Du siehst aus wie Kapelle Petra gerade. Der verrückte Hutmacher. Auch der. Du, pass auf, jetzt hast du gerade noch Frontansicht, Walle? Walle? Nee, noch nicht. War das die Stripperin? Ja. Natürlich. Ah, es ist menschlich. Das war französisch dazu. Bisschen Frischluft, ne? Und nochmal schön Gyros raus. Das habe ich auch genau am Hintern gezoomt. Das war lustig. Sehr schön, sehr schön. Das hat sehr gut gepasst. Du hast es einfach drauf, Gregor. Da, so ich weiß, furzen. Wie man Damen umgeht. Warum kannst ach, du so furzen? Der Tobi setzt sich gerade nämlich rein. Oh, da hat jemand keine Beine. 616. Ja, 616 hat bei mir auch keine Beine. Ich weiß gar nicht warum. Ja, wie sieht's aus bei euch, Freunde? Ich beobachte gerade den Tobi beim Kiffen. Ah, kenn ich. Ist ja nichts Neues. Es kommt gar kein Rauch raus. Der verschluckt das alles. Ja, klar. Der raucht auf Magen. Ich glaube, der raucht einfach hinten raus. Wenn er rülpsen muss, kommt da wieder Rauch raus. Would you like to dance? Nee, hab ich schon gehabt. So, was machen wir jetzt denn jetzt hier? Ach, ich setze mich jetzt hier auf die Couch und dann. Sollen wir alle gemeinsam Selbstmord beginnen? Wir nehmen jetzt einfach, wir denken uns das einfach. Wir sind jetzt alle auf die Couch und nehmen alle unsere Zionkali-Kapsel. Mal gucken, wie viel auf die Couch gehen. Was ist denn hier los? Wie setz hin. Ey, das passen voll viele drauf. Wie cool ist das denn auch, bitte? Kann ich mich jetzt umbringen? Warte mal, nee, geht leider nicht. Schade, ne? Man kann nur fernsehen. Setzt euch ruhig hin. Jawohl. Kann man uns hier verabschieden. Voll die Talkrunde. Hast einfach. Du da nicht mehr Reingung? Doch. Doch, doch. Alter, jawohl. Da können wir nächstes Mal Günther Jauch nachstehen. Da reden wir über brisante Themen hier auf dieser Couch. Echt so. Fünf bei Calvers. Das wäre eine geile Challenge einfach mal. Wir überlegen uns für jeden so eine Rolle, was eine der Talkshow, für ein Problem hat vorher. Und dann machen wir eine Talkshow. Aber eine ernste. Ohne Lachen, ohne. Genau. Also ohne Lachen werden wir nicht schaffen. Aber so. Natürlich nicht. Wir müssen aber versuchen, ernst zu bleiben. Das ist eine Challenge. Ernst das bleiben. Das ist eine geile Challenge. Und wir ziehen uns dann vorher noch um und alles. Vielleicht machen wir das dann in der nächsten Episode. Und wir sehen uns dann wieder. Wenn es weitergeht mit GTA Online, auch wenn wir jetzt frustriert sind, wir haben ja trotzdem Spaß am Spiel und sehen uns dann hoffentlich in Kürze. Bis dahin, ciao. Ciao. Mit V. Tschö. Mit Ö.